So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Diesmal wollen wir jetzt die anderen ausschalten, die alle gar uns hier belästigen, die ich nicht sehe. Ganz blöderweise. Gotcha. Ist ganz schön. Natürlich eine dreckige Arbeit, weil ich gehe nur ungern gegen Menschen, die können nichts dafür, wisst ihr? Die wollen ja auch nur überleben. Im Gegensatz zu den Zombies und Co. KG. Aua. Aua. Elender. Babsack. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du musst mich hochziehen. Okay. Okay, bereit? Eins, zwei, drei. Okay. Okay. Gehen wir einfach zum Pferd. Aber er ist durch. Schon entdeckt. Mist. Oh, was ein Pisser. Du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Du hast meine Freude getötet, Arschloch. Teamarbeit. Mist. Wir müssen dich hier rausschaffen. Ach, ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Mach schon. Lass mal die Knarre nach. Hier ist keiner. Schnell. Ja, ich laufe ja schon so schnell wie ich kann. Kiddies. Du machst es gut. Nur weiter so. Teenager hier. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Dann lauf doch, ja. Oh Mann. Los, komm! Hinter dir! Was? Ellie! Bleib stehen! Mist! Oh Mist! Ganz schön tough, das Mädel. Hier! Steh auf! Im Gegensatz zu mir, der bisschen klein bisschen. Okay, wir gehen. Verrosteten Metall in der Leber, so abkotzt hier, das ist doch scheiße. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter.
Humpel, humpel. Warte. Ich öffne die Tür. Lass dir Zeit. Los, komm. Oh, es geht doch. Scheiße. Wie es abgeht. Ja, der Wahnsinn. So, wie kommt er jetzt aufs Pferd? Hochheben wird die ihn wohl kaum. So schlecht scheint es nicht. Oh, und auch noch selber reiten, jawohl. Yeah. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Joel, hier. Hör auf zu schwächeln. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel. Winter. Guck mal, Schnee. Ein süßer Nickel. Ach, wie schön. Das war ein süßer Nickel. Das wird nicht lang reichen. Tja. Du verjagst ihn nur. Steuere ich jetzt die Kleine? Wo bist du? Tatsächlich, cool. Ich kann die Kleine steuern. Geht ab. Habt ihr auch so ein Gespür? Wie es abgeht, die Kleine. Yeah. Da bist du ja. Ich meine, nicht der Stoff. Ich will doch nur dein Fleisch. Dein knuspriges, über Feuer gebratenes Fleisch. Locker bleiben. Ruhig, ruhig. Ja, Hauptsache mal ein Pfeil in der Wirbelsäule, dann kann man auch gut rennen. Da vorne ist es. Langsam muss es doch verbluten, das Vieh. Mist, er hat's gehört. Nö, bleib doch da. Das ist immer ein Gemach mit den Hirschen da. Blöden. Ich weiß gar nicht, ist das rote oder Dammwild? Auf jeden Fall muss ich jetzt irgendwie dieses Tier erlegen, damit ich was zu essen habe. Wenn ich jetzt noch genau wüsste, wo das Vieh ist. Da vorne ist es. Die alte Sau. Nicht bewegen. Oh, das Mann. Gibt's doch nicht. Sag mal, du blödes Tier. Wie Pfeile kann das noch einstecken?
Die andere Frage ist nur, wo ist es jetzt hin, ne? Wo bist du hin? Hirsch. 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 Ich bin auch schon blöd, oder? Ich meine, man kann ja auch einfach mal das Blut im Schnee verfolgen, das wäre vielleicht leichter, oder die Spuren an sich. Gute Frage. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Warum lebt das noch? Der Hirsch. Was ist das für ein Ort? Ich meine, gut sieht's nicht aus, ne? Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Ja, das denkt man oft in den ganzen Zombies. Blätter, da liegt's. Erstmal die Gegend hier abchecken. Oh je. Das kann ja schon gar nicht mehr gut weitergehen. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Und was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Die Kleine. Na klar. Jetzt zurück. Steh ich drauf. King. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Hm.
Schläge. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Oh ja, ein Haufen Klicke. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster. Ja, würde ich mal sagen. Okay. Halt mir die alle auf. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein!